Hallo liebe Community, ich bin hier beim Darwin Circle 2019 mit einem Gast, den man fast nicht vorstellen muss. Er war deutscher Wirtschaftsminister und in der Zeit quasi der deutsche Mr. Startup, Philipp Rössler. Herzlich Hello. Willkommen zum Gespräch. Hello. Für die, den man dich doch noch vorstellen muss, ja. Pitch mal kurz, was waren eigentlich deine großen Achievements in der Zeit als Wirtschaftsminister für die Startup-Szene in Deutschland? Also ich glaube, zwei Dinge. Erstmal habe ich gesagt, die deutsche Startup-Community ist so cool, dass man sie eigentlich viel mehr in der Welt zeigen muss. Und zwar sind die Startup-Unternehmer, wahrscheinlich wie in Österreich auch, genauso kreativ, genauso dynamisch wie die Kollegen im Silicon Valley oder in Shenzhen. Und deswegen haben wir einen sogenannten German Silicon Valley Accelerator gestartet. Eine permanente Brücke, wo wir immer deutsche Startups ausgesucht haben, die dann für 3 Monate in Silicon Valley geschickt haben, die konnten nochmal verlängern, um sie dann wieder zurückzuholen mit ihren Netzwerken, die sie dort schaffen konnten. Und gleichzeitig haben wir dann das Ansehen der deutschen Startup-Community in den USA verbessern können. Das war das eine, was ich eigentlich nach wie vor noch super finde, ist auch über die Jahre von allen Ministern, über alle Parteigrenzen immer weiter fortgesetzt worden. Das zweite ist, die Zukunft ist ja mehr und mehr das Internet der Dinge. Und dazu braucht man eben nicht nur starke Softwareentwickler, eine starke IT-Wirtschaft, eine starke digitale Startup-Community, sondern auch die klassische Industrie, den klassischen deutschen, österreichischen, Schweizer Mittelstand. Und ich habe versucht, die beiden Generationen zusammenzubringen. Und zwar sind es ja vom Alter dieselben Generationen, aber die Mentalität, Way of Doing Business ist schon unterschiedlich. Die haben so, kein Witz, Kochveranstaltung gemacht, wo wir dann die Nachfolgegeneration von klassischen Maschinenbauherstellern zusammengebracht haben mit Start-up-Unternehmen, um am Ende eines deutlich zu machen. Ja, die Branchen sind total unterschiedlich, auch die Philosophien vielleicht, aber der unternehmerische Geist, das ist nicht nur der gleiche, sondern derselbe. Und es lohnt sich, auch auf dieser Ebene zusammenzukommen. Das waren meine beiden großen Dinge, die finde ich ganz gut. Gerade bei diesem so Mittelstand-Startup-Collaboration, das ist für uns beim Podcasten auch ein Riesenthema. Mhm. Was für Hürden hast du da so gesehen? Wo gab es da interkulturelle Clash, sage ich mal? Ganz zu Anfang haben viele Mittelständler eigentlich gedacht, na, die Digitalisierung nehmen wir mal als nettes Add-on, um unser Produkt zu verbessern. Aber es war immer noch das gleiche Produkt, ein bisschen besser, ein bisschen digitalisiert. Heute haben die Mittelständler wirklich begriffen, aber das war ein langer Prozess. Damit kann ich nicht nur mein bestehendes Produkt verbessern, ich kann ganz andere Produkte machen, kann ganz neue Dinge entwickeln, kann mich auch in neuen Märkten öffnen. Und ich glaube, das war der schwierigste Weg zu sagen, hey, wozu brauche ich die eigentlich? Und insofern ist das eine Schwierigkeit gewesen, aber eigentlich jetzt ganz gut gemeistert. Kannst du da Kennzahlen nennen, wie viele Kollaborationen dann daraus entstanden sind? Nee, aber vielleicht Beispiele, wo dann Leute gedacht haben, also der klassische Sektor ist ja Automobilindustrie, die hat ja eine große Bedeutung auch in Deutschland mit ihren mittelständischen Zulieferern, wo die dann genommen haben, Softwarefirmen, um dann Pumpdüsen zu verbessern und ähnliche Dinge. Und jetzt begreift man, dass man solche Technologien noch nutzen kann, um Elektromobilität einzuführen, um selbstfahrende Autos zu machen, also völlig neue Produkte zu schaffen und revolutionär das eigene Geschäftsmodell zu verändern. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, haben trotzdem noch einen weiten Weg vor uns, so naiv bin ich da nicht. Aber ich glaube, das ist das Wesentliche und das Wichtige und ist die Zielsetzung, wenn es darum geht, die Start-up-Community aus der digitalen Welt zusammenzubringen mit all den anderen Unternehmern, die wir haben in Deutschland. Die deutsche Bundeskanzlerin hat da dann für Lacher im Internet gesorgt, als sie gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland. Welche Hürden hast du da gesehen in der politischen Umsetzung von solchen Sachen? Ja, man könnte lange über auch Medien und Medienwahrnehmung dann sprechen, aber Tatsache ist, dass wir so 3 Level der Adaption haben. Das erste ist die Kunden. Wenn eine neue Technologie kommt, dann finden wir die toll, dann nutzen wir die, ob das Social Media ist, ob das selbstfahrende Autos sind, was auch immer so. Dann kommt die Wirtschaft und sagt so, ey, das ist ja hier, wenn die Kunden das gut finden, dann können wir darauf neue Geschäftsmodelle aufbauen, neue Produkte. Die sind quasi die zweiten. Und dann kommen die dritten, auch in der Geschwindigkeit die dritten, das sind dann Politik, Regulierer und wie gesagt, sehr, sehr spät. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit. Mhm. Und was auch Angela Merkel, glaube ich, damals sagen wollte, ist einfach, kommt, in der heutigen Zeit können wir uns dieses Silo-Denken nicht mehr leisten, dieses Nacheinander nicht mehr leisten. Wir müssen schneller werden. Schneller wird man nicht, indem man die Prozesse nur schneller abläuft, sondern indem man zusammenkommt und versucht, gegenseitig gemeinsam die Entwicklung zu machen und dann nur noch einen Sprung machen als 3, die eben auch 3-mal so viel Zeit brauchen. Wobei unsere Wirtschaftsministerin heute in ihrer Keynote oder Introduction-Runde gemeint hat, es dauert halt in Europa länger. Also in den USA ist Innovation unternehmensgetrieben, in China ist es staatlich getrieben.
In Europa ist es etwas schwieriger, weil wir versuchen halt unsere Werte aufrechtzuerhalten und die soziale Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten. Dadurch ist es langsamer und schmerzhafter, der gesamte Prozess, aber dafür haben wir am Ende was Schönes. Ja, genau. So sehen, es gibt halt unterschiedliche Kulturen. Es gibt so einen Pioniergeist in den USA, der da wirklich ist. Den würden auch alle Startups, die im Accelerator waren, bestätigen. Da gilt halt eben alles das, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt. Das machen wir erstmal. So, und in Deutschland ist man, oh, aber was aber nicht gesetzlich erlaubt ist, explizit ausgeschrieben, das ist dann wahrscheinlich automatisch verboten. So, und mit so einer Denke kann man nicht schnell sein. Das beste Beispiel sind diese Roller, die es ja überall gibt. Ich weiß, das ist hochstreitig, aber die Amerikaner haben vor 3 Jahren damit angefangen. Die haben nicht gefragt, oh, brauchen wir eine Regulierung, was darf die Höchstgeschwindigkeit sein, Helm ja oder nein, Kennzeichen ja oder nein. Die haben es einfach gemacht. Mhm. Die haben das Ding erstmal hingestellt und mussten auch lernen. Die mussten auch Lehrgeld bezahlen, die sind dann im Wasser gelandet. Wildparken gab es da genauso, wie es das bei uns jetzt gibt. Aber die haben erst das Ding ausprobiert und waren deswegen schnell, haben das an den Markt gebracht, haben ihre Erfahrung machen können. Und wir haben erstmal ein super sophisticatedes Gesetz gemacht, wo alles genau geregelt ist, wer darf wann fahren, ab welchem Alter, mit welcher Geschwindigkeit, mit welchem Kennzeichen, welche Versicherung und so weiter. Das kostet unheimlich viel Zeit. Und ich glaube, in der heutigen Zeit hat man das einfach nicht mehr. Man hat nicht die Muße, sich zurückzulehnen, sagen, oh, guck was mal an, lass das mal super durchdenken. Man muss ein bisschen risikofreudiger sein. Das fehlt uns ein bisschen. Am Ende hat es auch Vorteile. Du kriegst dann 2-3 Mal weniger eine blutige Nase. Und du hast klare Regeln, an die sich jeder halten muss. Genau. Und insofern weiß ich gar nicht, ob das andere wirklich besser ist, aber zumindest sind das Umfeld ist momentan eher zugunsten derer, die schneller sind, als zugunsten, die überlegter sind. So, da muss jeder seine eigene Entscheidung drauf finden. Aber es gibt auch in Deutschland nebenbei schnelle, innovative Unternehmen. Und das ist ja dann auch ein Unique Selling Point, wie das auf Neudeutsch heißt, für Startups. Reguliert Brüssel zu viel? Wenn ich jetzt gerade denke an DSGVO, PSD2, Urheberrechtsnovelle. Also ich würde nicht den Fehler machen, das auf Brüssel dann abschieben zu wollen. Die haben die Datenschutzgrundverordnung gemacht, weil es auch der Wunsch und die Mentalität der Menschen ist. Mhm. Datenschutz hat hier einen Privacy, hat einen anderen Stellenwert als zum Beispiel in den USA oder gar in Asien. So, dann haben die das umgesetzt. Witzigerweise, und das ist eine gute Frage, weil das darauf hinweist, Europa hat eine Marktmacht. Man muss sich die nur vergegenwärtigen und die dann auch mal ausspielen wollen. Wir haben die umgesetzt jetzt für uns und merken jetzt im positiven Sinne, oh, die großen Firmen wie Facebook, Google, Amazon, die halten sich jetzt auch da dran, weil die gemerkt haben, Moment mal, also wenn sich da ganz Europa dran hält und das ist einer unserer größten Märkte, dann müssen wir uns ja irgendwie drauf einstellen, sonst wären wir da ausgesperrt aus dem Markt. Das wollen wir auch nicht. Wobei jetzt gerade bei der DSGVO Facebook gesagt hat, friss oder stirb bei der Zustimmung. Gut, aber am Ende ist es so, dass sie sagen, na komm, wir müssen uns da irgendwie adaptieren. Und die Konsequenz ist witzigerweise sogar, dass jetzt in den USA über ähnliche Regulierungen nachgedacht wird. Nun bin ich nicht der Typ, der sagt, hey geil, Regulierung als erstes, da bin ich noch immer liberaler. Aber das Beispiel zeigt, dass Europa hat den Marktmacht. Man muss sich die nur selber bewusst machen als Europäer und die dann auch mal ausspielen. Und dann kann man auch noch viel mehr Dinge bewegen und muss nicht immer nur für den amerikanischen Markt nach amerikanischen Regeln produzieren, sondern kann auch mal sagen, hey, wir haben auch hier einen tollen, großen europäischen Markt und jetzt müsst ihr nach unserer Pfeife mal tanzen, um es mal so zu sagen. Welche Ratschläge so aus deiner Regierungserfahrung, vor allem eben im Hinblick auf Startups, würdest du der österreichischen kommenden Regierung, wenn wir dann eine neue haben, dann mitgeben? Ja, also, ich bin ja sehr vorsichtig, aber ich glaube, klar ist, dass die Wirtschaftsstruktur ist ja ähnlich wie in Deutschland, es hier einen starken industriellen Mittelstand gibt. Und die Idee weiter zu folgen, dem zu helfen, die Digitalisierung voranzutreiben, bei Förderung des neuen Mittelstandes, das sind die Start-up-Unternehmer, ich glaube, das wäre eine gute Sache auch für Österreich und für die österreichische Wirtschaftspolitik. Und da würde mich sehr freuen, wenn das helfen würde, hier eine starke, schon vorhandene, starke Start-up-Community weiter am Leben zu erhalten. Ich meine, ihr seid jetzt, du kannst es nicht sagen, aber ich darf sagen, ihr der zweitgrößte Nachrichtensender für Startups. Das heißt, es muss hier eine Szene geben, ihr seid aber nicht das zweitgrößte Land. Im deutschsprachigen Raum. Ja, trotzdem seid ihr, die Schweiz gibt es ja auch, die haben auch eine sehr starke Szene. Ich will damit nur sagen, hier passiert schon einiges. Man muss sich immer wieder auch vergewissern, was passiert hier eigentlich und man muss es dann auch gelegentlich aber nutzen. Ganz absurd finde ich ja, dass manche Dinge, die entstehen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, bei Softwarelösungen und dann geht Politik, Verwaltung ganz blind dann doch auch Kunden zu den amerikanischen Dingen. So kann natürlich kein europäischer Markt entstehen und wachsen. Wir haben aber auch das Ding, dass wir halt irgendwie tolle Startups haben und auch vielleicht ganz nette Scale-Ups, aber wir haben jetzt keine
oder relativ wenige so Leuchtturmbeispiele der IT-Industrie in Europa eigentlich. Genau. Also klar, es gibt weniger Unicorns als in den USA, das ist selbstverständlich, aber oder es ist so. Du musst erst mal dazu sagen, ob es immer das Ziel ist, nur Größe allein Unicorn zu sein. Das ist ja eigentlich grundsätzlich gegen die Idee eines guten Mittelstandes. Und wenn es der Neumittelstand ist, dann muss der ja nicht auch noch irgendwelche anderen Maßstäbe für sich übernehmen. Aber ja, es zeigt zumindest darauf hin, dass wenn man wachsen will als Startup, hat man es hier immer noch schwieriger, um Kapital zu kriegen. Gerade wenn wir um 2- bis 3-stellige Millionenbeträge als Wachstumsschub zu sehen, also jenseits von A-Runden und B-Runden und so weiter, dann wird es schon schwieriger. Da könnte Politik auch noch was machen, wobei, ich will jetzt mal loswerden, die Europäische Investitionsbank hat ja diesen Europäischen Investitionsfonds, EIF heißt der, glaube ich, gemacht. Und der fördert sehr stark europäische Startups. Und das finde ich genau richtig, weil da eine Menge Geld ist, eine Menge Kapital ist und die können wirklich helfen, dass wir die gleiche Kreativität, die wir haben, auch ausspielen können. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Letzte Frage, es ist so, normalerweise fragt man nach Tipps für ein Fußballspiel oder so. Ja. Dein Tipp, wie wird die nächste österreichische Regierungskoalition ausschauen? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich das hier nicht sagen, sondern würde es für mich behalten, dann zu einem Wettbüro gehen und dann irgendwie digital irgendeine Wette abschließen und das mit Bitcoin womöglich dann auch tun und danach dann nie wieder irgendwas machen, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht vorhersagen. Dazu bin ich auch nicht zu sehr drin hier. Danke fürs Gespräch. Gerne. Und euch, liebe Community, danke ich fürs Zuschauen.